Du lässt einen Stein in einen Brunnen fallen und hörst den Aufprall 1,5 Sekunden nach dem Loslassen des Steines. Wie tief ist die Wasseroberfläche im Brunnen, wenn die Schallgeschwindigkeit in der Luft 340 Meter pro Sekunde beträgt? Das Hinunterfallen des Steins ist eine GGBB, die wir mit 1 bezeichnen und deren Dauer wir mit T1 bezeichnen. Das Geräusch vom Aufprall steigt nach oben, je nach einer GGB, die wir mit 2 bezeichnen und deren Dauer wir mit T2 bezeichnen. Die konstante Geschwindigkeit dieser GGB beträgt 340 Meter pro Sekunde. Wir bezeichnen sie mit V2. Wir wissen auch, dass T1 plus T2 gleich 1,5 ist, und was wir suchen, ist diese Höhe h, die wir in Meter ausdrücken. Um die herauszufinden, haben wir 2 Formeln zur Verfügung. Die erste Formel von dieser GGBB, von diesem freien Fall, das ist, die zurückgelegte Strecke ist gleich zur Fallbeschleunigung mal das Quadrat der Zeit geteilt durch 2. Und dann noch die Formel dieser GGB, die lautet, die zurückgelegte Strecke ist gleich zur konstanten Geschwindigkeit V mal die Zeit T. Beginnen wir mit diesem freien Fall. Wir wissen durch diese Formel, dass diese Höhe h gleich g mal t Quadrat geteilt durch 2 ist. Also hier 9,81, das ist die Fallbeschleunigung. Sie ist gleich zu 9,81 Meter pro Quadratsekunde mal das Quadrat von T1 geteilt durch 2. Jetzt diese GGB. Da wissen wir, die Höhe h ist gleich Geschwindigkeit v mal die Zeit t, also die Höhe h ist gleich 340 mal t2. Und wir wissen, dass t1 plus t2 1,5 Sekunden beträgt, also t2 ist gleich 1,5 minus t1. Wir sehen hier, dass dieser Bruch gleich h ist und dieses Produkt auch. Also ist dieser Bruch gleich zu diesem Produkt. Und den Faktor T2 können wir ersetzen durch 1,5 minus T1. Und somit erhalten wir diese Gleichung. Diese 2 setzen wir rechts rüber, wo sie multiplizieren wird. 2 mal 340, das macht 680, und diese 680 verteilen wir auf diese Klammern. Und so erhalten wir diese Gleichung. Jetzt setzen wir alles links vom Ist-Zeichen und somit erhalten wir diese Gleichung mit der unbekannten T1 und diese Gleichung ist zweiten Grades. Wenn wir jetzt noch nicht wissen, wie man eine Gleichung zweiten Grades löst, dann fragen wir eben den Taschenrechner. Der Taschenrechner kann Gleichungen lösen. Dazu geht man ins Menü. Dann fährt man mit den Kursortasten bis zum Feld der Gleichungen und bestätigt diese Auswahl mit Enter. Wir haben hier eine Polynomgleichung, also wählen wir die 2. Diese Gleichung ist zweiten Grades, also wählen wir wieder die 2. Und hier steht ein Trinom zweiten Grades, ax² plus bx plus c. Wir sehen, die Unbekannte heißt x und diese unbekannte x ist effektiv im zweiten Grad. Wir müssen jetzt eingeben, die Vorzahl von x², die Vorzahl von x und den unabhängigen Term. Machen wir das,
Die Vorzahl von Unbekannter im Quadrat ist 9,81. 9,81. Wir bestätigen diese Eingabe mit Enter. Jetzt steht die 9,81 vor dem Quadrat der Unbekannten. Jetzt die Vorzahl der Unbekannten hoch 1. Also hier die Vorzahl von T1, das ist 680. Wir bestätigen durch Enter und geben jetzt noch den unabhängigen Term ein, minus 1020. Wir bestätigen wieder mit Enter. Jetzt tippen wir wieder auf Enter und sehen hier die erste Lösung dieser Gleichung zweiten Grades. Die erste Lösung beträgt 1,47. Jetzt nochmal Enter, da ist die zweite Lösung, sie beträgt minus 70,79. Wir behalten diese zwei Lösungen hier, aber die zweite Lösung, das wäre eine negative Zeit. T1, das ist die Zeit von diesem freien Fall. Eine negative Zeit macht hier keinen Sinn. Das ist zwar eine Lösung dieser Gleichung zweiten Grades, hat aber mit unserer Aufgabe nichts zu tun. Wir behalten also T1 gleich 1,47 Sekunden. Wir wissen, dass die Höhe h 340 mal 1,5 minus T1 ist. Und mittlerweile kennen wir den Wert von T1. Das führt dann zu h gleich diesem Produkt und das ergibt 10,2 Meter. Das bedeutet also, die gesuchte Höhe beträgt 10,2 Meter.